Moin moin und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Star Citizen und heute mit der Drake Cutter. Das nicht vorher vorgestellte Raumschiff von Drake, was ja so im Trailer zur IAE da oben durch die Decke flog und keiner so richtig weiß, was es war, war schwer einzuschätzen. Aber hier steht sie nun, die Cutter als Einsteigerschiff von Drake. Und es wurde auch Zeit. Wir hatten ja bis jetzt immer nur die, ich glaube die Cutlass war so das beliebte Einsteigerschiff, aber mit über 100 Euro Kaufpreis war die natürlich teuer, muss man ehrlich sagen. Und die Cutter ist natürlich deutlich günstiger. Und das, finde ich, macht sie wieder sehr interessant. Für all diejenigen, die jetzt im Free Fly Event feststellen, ja, Star Citizen könnte mir Spaß machen und ich möchte auch in Zukunft immer mal wieder im Worst vorbeischauen. Da eignet sich natürlich so ein kleines Schiff. Ganz wunderbar. Ich würde sagen, wir springen mal auf die Webseite und gucken uns mal so ein bisschen die Specs an und so ein bisschen, was CIG dazu geschrieben hat. Und dann danach schauen wir uns das Schiff hier mal im Spiel an. So, und da wären wir auf der Webseite von CIG bei der Cutter. Drake Cutter, take one, the universe. Okay, sie ist gebaut, ne, hier steht, wow, sinngemäß, sie ist gebaut für hart arbeitende Menschen. Ja, Drake halt, ne, industriell, rustikal, ohne viel Schnickschnack, Hauptsache es funktioniert. Und so muss es sein. Ich finde, das Design macht schon irgendwie was her. Es ist so urig, es ist so, ja, funktionell, es ist wenig Schnickschnack und ich mag sowas, aber das ist natürlich Geschmackssache. Das müsst ihr selbst für euch entscheiden, ob ihr das gut findet oder ob ihr eben lieber einen anderen Hersteller bevorzugt. So, kämpfen kann sie auch ein bisschen. Sie hat zwei Bewaffnungen vorne. Sie hat ein paar Raketen an Bord. Ja, ist halt ein Einsteigerschiff. Ist jetzt nichts Großartiges für ja, schwere Kämpfe oder sowas. Das würde ich damit nicht machen. Aber um mal schnell von A nach B zu kommen, vielleicht die ein oder andere ja, Delivery-Mission, also Paketliefermission machen, ja, warum nicht? So, das ist die falsche Bewaffnung. Wir haben momentan keine ballistischen Gatlings dran, sondern ich glaube Bulldog Laser Repeater, aber das können wir uns gleich nochmal angucken. Aber ist ja egal, das könnt ihr ja umbauen, wie ihr lustig seid und wie ihr es wollt. So, 4 SCU Standard Cargo ist natürlich nicht viel, aber es ist halt auch kein Frachter in dem Sinne, ne? Es ist eigentlich eher vergleichbar mit einem Wohnwagen. Oder mit einem Van. So. Gehen wir ein bisschen durch, gucken wir uns mal hier ein bisschen an. Also es ist schon schön gemacht. Auch die Bilder finde ich immer äußerst nice. Könnt ihr euch auch downloaden. Finde ich geil. Ja, so richtig was zum Wohnen und ja, ne? Die Drake. Gibt es in verschiedenen Farben. Das ist Standard. Ne? Finde ich schon nice. Sieht gut aus. Dann haben wir sie in so einem gelb-hell-orange. Erinnert mich so ein bisschen an die Vulture. Ist auch ganz nett. Wäre mir aber, glaube ich, zu auffällig oder zu krass. Den finde ich ganz geil. Muss ich sagen. Das Weiße. Ja. Ist mal ein Kontrast zu dem Dreckigen, was Drake sonst immer so. Ja. Widerspiegelt, finde ich gut. Und das hier, das sieht so ein bisschen militärisch aus. Ja, ist aber glaube ich nur für Chairman's Club Mitglieder, das heißt sprich für all diejenigen, die schon $1000 investiert haben in das Spiel, können diesen Paint kaufen, alle anderen eben nicht. So, hier haben wir noch mal ein bisschen Daten, 20 Meter lang, 16 Meter breit, 6 Meter hoch. 16 Meter bezieht sich, glaube ich, also laut der Optik hier vom äußeren Teil der Triebwerke zum anderen, weil das hier sind ja auf jeden Fall keine 16 Meter. Dann 4 Standard Cargo Units, okay, ist vielleicht ein Abstrich. 2x S2 gegimbelt, sprich momentan sind S1 Waffen drauf, ihr könnt aber auch 2 S2 Waffen benutzen, habt dann nur kein Gimbal mehr. Ein paar Raketen sind auch mit dabei, ja, überschaubar, aber sicherlich auch nützlich. Dann könnt ihr sie für 48,08 Euro kaufen. Da habt ihr dann drin eine lebenslange Versicherung,
Ist bei der Größe des Schiffes natürlich später gar nicht mehr so wichtig. Das wird kaum was kosten an Versicherung. Und ein Hangar. Oder ihr könnt es mit Stock Credits, also wenn ihr irgendein Schiff einschmelzen wollt, kriegt ihr ja das Geld gut geschrieben als Konto, hier als Shopguthaben und könnt es dann auch mit diesem Guthaben kaufen. Ist natürlich ein bisschen teurer, das ist klar. Dabei habt ihr dann 10 Jahre Versicherung und auch den Hangar, wie gesagt, das mit der lebenslangen Versicherung. Ja, sei mal dahingestellt, ob das wirklich notwendig ist für so ein Schiff oder auch nicht. Ihr könnt das natürlich auch, und dafür müssen wir mal ganz nach oben, in einem Paket kaufen. Da haben wir es. Und das, finde ich, ist wirklich mal ein Preis. 54,08 Euro anstatt 72,11 Euro ist schon gut. Und da ist dann auf jeden Fall auch der weiße Paint. Das Spiel Star Citizen habt ihr dann. Den Hangar, lebenslange Versicherung und ihr kriegt noch 1000 Credits Startgeld obendrauf. Ist mittlerweile meiner Meinung nach eins der besten Angebote, das ich je hier gesehen habe. 25%, ja, kann man mal machen. Ich guck mal, ob ich das Packet mit der Aurora, ja, das ist so das normale Packet, was man immer so kaufen kann. Kostet dasselbe, ne? Kostet dasselbe. Habt aber auch nur 3 Monate Versicherung auf das Schiff. Also, wenn ihr Star Citizen kaufen wollt, dann bitte das hier. Ist ja wohl ganz klar, der Preis ist einfach heiß. So, schauen wir uns das Schiff im Spiel an. Gehen wir rüber. Das Wetter wird auch schlecht hier, ne? Ja, gut, dass wir reingehen. So, ja. Klappe geht auf, rechts und links finde ich gut. Da muss man nicht, wenn man aufs Schiff zurennt, überlegen, wo muss ich jetzt hin, rechts oder links. Völlig egal. Klappe auf. Oh, was ein Sauwetter. Geh mal rein in die gute Stube. Und hier seht ihr schon den Frachtraum. Ja, warum das nur 4 Cargo Units sind, weil es sieht so aus, als wäre das hier, genau, Cargo Access Panel, nur das Cargo Grid, also dass ihr hier quasi 2 Kisten übereinander stapelt, also 4 Stück. Und der Rest eben nicht genutzt wird. Warum? Weiß ich nicht. So, machen wir mal zu. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Müssen wir mal abwarten. Dann habt ihr natürlich hier schon alle offen liegenden Leitungen, so Drake-typisch, ne? Das ist halt so. Die legen da nicht großen Wert auf irgendwelche Verschalungen und so ein Gedöns. Stört ja auch nur, wenn man reparieren muss. Komponenten sehe ich jetzt hier gar nicht. Komponentenzugänge. Sondern nur, ja, technische Einrichtungen. Nö, okay. Dann gehen wir mal weiter in den Wohnbereich. Und auch hier ist es wirklich rustikal. Na, auch nicht, kein Luxus. Braucht ihr hier gar nicht suchen. So, hier haben wir Töpfchen, beziehungsweise Dusche. Sieht so ein bisschen aus wie ein Tankstutzen. Druckbetankung von oben. Dann habt ihr ein Klo und da habt ihr ein Waschbecken. Wir haben keinen Spiegel, weil wir sind sowieso alles Vampire. Brauchen wir nicht. Überschaubar, oder? So, Bettchen zum Ausloggen später ist auch immer ganz nice. Da könnt ihr nochmal Licht an- und ausmachen. So. Ja, sieht doch gut aus, was das ist. Manuell Override. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Küche sehe ich jetzt hier nicht. Also wenn ihr was essen wollt, müsst ihr das irgendwie alles mitnehmen. Ist halt so nicht. Dann haben wir hier den Storage. Extern 650 Kilo, 650k Micro SU. Habt ihr an Storage, das ist, warum das? Einmal als extern und einmal als Vehikel. Weiß ich nicht, warum das angezeigt wird. Und dann habt ihr hier schon die Brücke. Klein, fein. Ein Waffenreck für eine Langwaffe, 2 Kurzwaffen. Und das sieht aus wie schwere Waffen. Ja. Warum nicht? Meine Klamotten kann ich jetzt, sehe ich jetzt hier nicht, dass man die hier irgendwo hinhängen kann.
So ein Klamottenschrank. Nee, gib es nicht. Dann setzen wir uns mal hin in die gute Stube. Schwupp, schwupp, schwupp. Ja, das ist sie schon. Wie gesagt, ein kleines Einsteigerschiff. Es ist nicht gerade groß oder besonders auffällig oder... Es ist halt einfach da. Und ich finde es hübsch. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Vitol-Triebwerke, auch immer eine geile Nummer. Es wird rot hier. Warum wird es rot? Sollten wir uns vielleicht mal von dannen machen. Bevor da jemand auf eine komische Idee kommt. Locken wir den mal wieder aus, bevor der denkt, wir würden da gleich Blödsinn machen wollen. Gucken, ob der uns folgt. Ich sehe aber nichts. Guck mal, da wird es auch noch spannend hier. Wahnsinn. Ja, der wollte wahrscheinlich auch zu dem Fluss. Ja, ja. Die Piraten sind überall. Es sieht aber nicht so aus, als ob er zu uns kommt. Ja, die Drake Cutter. Mein Fazit, schönes kleines Schiffchen. Kann man sich mal gönnen, wenn man sowieso Star Citizen kaufen möchte und noch kein Schiff hat. Ich sag mal so, es gibt auch bessere Einsteigerschiffe, die sind natürlich alle teurer. Aber gerade jetzt im Angebot im Vergleich zu einer Aurora würde ich definitiv die Cutter nehmen. Das macht einfach mehr Sinn. Und wenn ihr sie einfach als LTI-Token benutzt, das heißt, ihr könntet ja später auch nochmal upgraden auf irgendwas. Ja, ich springe jetzt mal eben hier weg. So ein bisschen aus Sicherheitsgründen, damit uns nichts passiert. Aber das soll es zum Thema Drake Cutter dann gewesen sein von mir. Wenn euch das gefällt, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr euch dieses Schiff kaufen würdet für 54 Dollar, für 72, wenn es nachher nicht mehr im Angebot ist. Weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist. Und damit melde ich mich ab. Ciao.